und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr könnt euch nicht satt gucken, sage ich mal. Also, heute geht es nochmal darum. Jetzt muss ich mal ein bisschen wieder zur Ruhe kommen. Das sind die Blenden von unseren neu lackierten Auspuff. Ein bisschen Rost ist dran, aber es ist auch ein bisschen mehr Rost, als ich dachte. Ganz so wegbekommen werde ich es nicht. Aber da ich um einen Tipp gefragt wurde, Peter, wie bekommst du Chromteile recht gut zum Glänzen wieder? Das Teil, was ich jetzt eben gezeigt habe, das wird schwieriger, weil ja hier der Chrom schon angefressen ist. Oder das Material. Hier sieht es auf jeden Fall besser aus. Hier sind auch Roststellen. Ja, hier hat mal einer lackiert. Das sieht man hier. Da hat einer einfach mit Schwarz Sprühdose mal rübergezogen. Muss mal gucken, wie ich das halte. So. Ja, bekommen wir aber auch das Teil, bekommen wir, naja, fast wie neu, würde ich mal sagen. Dieses natürlich nicht ganz. Aber mit was mache ich das? Und zwar nutze ich selber, ich habe jetzt hier ein gebrauchtes Tüchlein, Abrazzo. Abrazzo nutzt man für Töpfe, wenn was angebrannt ist, für das ein oder andere vielleicht noch. Und Abrazzo besteht aus Stahlwolle. Hat noch ein Mittelchen drin. Das ist auch gut. Das sorgt wie so ein Seifenaufsatz. Da in dieser Stahlwolle ja ein Mittelchen mit eingelassen ist, heißt es, sorgt so ein bisschen für Sauberkeit, Reinheit und dass man den Schmutz leichter lösen kann, wie jetzt in unserem Fall auch teilweise Rost. Deshalb einmal mit Wasser und dann zeige ich denjenigen, der mich mal fragte, wie ich das jetzt mache. Fangen wir mal mit dem leichtesten an. Ich habe hier leicht lauwarmes Wasser drin. Ja, das sollte schon reichen. Und habe hier mein Abrazzo. Wir fangen mal mit dem schönen Teil an. Wie gesagt, hier ist auch noch Lack drauf. Den holen wir jetzt natürlich auch damit runter. Gut, und ich fange einfach mal an. Man weiß oder man sollte wissen, dass man Chrom normalerweise auch nicht überlackieren kann, weil es ist einfach eine zu glatte Fläche. Selbst wenn man es anraut, funktioniert das meistens auch nicht. So, nochmal ein bisschen Wasser dazu nehmen und so bekomme ich hier auch meine Farbreste gleich mit runter und ziehe hier mal richtig durch. Dann sollte das eigentlich auch ganz gut aussehen. Das gleiche mache ich trotzdem auch von innen, weil von innen ist nämlich auch Rost drinne. Zumindest da, wo die Schrauben die Auflage ist von Auspuff, wo es sich soweit abstützt, ne? Also an der Halterung. Ja, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ich lege mal mein Tuch zur Seite und spüle das Ganze jetzt einfach mal mit der Hand hier über, dass wir die restliche Seifenlauge so weit runter bekommen.
Am besten noch ein Tuch dazu. Dann funktioniert das mit Sicherheit gleich viel besser. Schauen wir mal. Vor allem, es kommt auch Glanz rein. Ne? Es kommt also Abrazzo oder durch die Stahlwolle. Sicher, es kann schon sein, dass so kleine Kratzspuren drauf bleiben. Aber es sieht trotzdem immerhin 10-mal besser aus als mit Rost. Und ja, es sind nun mal nicht mehr die neuesten Teile, aber es sollte wenigstens so ein bisschen besser aussehen als vorher. Ja, und so sieht es jetzt aus. Sicher, wie gesagt, hier sind so ein paar Spuren drauf, aber 10-mal besser als vorher, würde ich mal sagen. Das gleiche, okay, hier habe ich sogar noch eine Stelle vergessen. Das heißt, nochmal ein bisschen nass machen. Nochmal über die Kante gehen. Und nichts Schwarzes mehr dran zu sehen. Ja. Ja, so können wir es lassen. Ne? Wer weiß, wie alt das Teil auch schon ist. Also man bleibt das nicht aus, dass vielleicht mal die ein oder andere Schramme reinkommt. Aber ich sehe hier noch was. Nein, wenn, dann will ich das auch richtig haben. Hier an der Kante ist noch ein Stück. Wie gesagt, man bekommt nun auch Farbe damit runter. Das ist das Schöne daran. Ne? Weil es kann sich normalerweise hier nichts richtig drauf halten. Auch auf Dauer kein Lack. Irgendwann würde er abbröseln. Gut. Jetzt sieht es aber gut aus. Jawohl. Vor allem, das kann man auch noch polieren. Ne? Wir sind ja noch nicht fertig damit. Aber jetzt geht es erstmal nur darum, dass man den gröbsten Rost runterbekommt. Hier, wie gesagt, wird schwieriger. Da hier darunter, glaube ich, schon das Material angegriffen ist. Ja, ist es. Aber das wirkt doch schon so ein bisschen. Hier ist natürlich auch Lack drauf. Ja, den holen wir uns jetzt auch runter. Ich gehe jetzt einmal hier drüber und löse somit alles. Ja, hier wurde einfach nur Lack drüber gesprüht. Zumindest wurden die Teile mit erwischt. Aber richtig mit erwischt, sehe ich gerade. So viel Lack habe ich schon lange nicht mehr auf dem Chromteil gesehen. Ich ziehe jetzt hier einmal richtig rum. Wenn ich schon außen mache. So, nun kann ich aber auch dort, wo die Verschraubungen sitzen, auch schon mal rumgehen. Ja, hier hat der Chrom schon gelitten. Ich gehe mal auf das nächste Stück. Hier ist ja auch noch Rost, ne? Da. Mal gucken, wie das danach aussieht. Ein Rest besteht da noch, aber das ist wirklich nicht viel. Gut, nun das Röhrchen noch so ein bisschen. Das mache ich mal anders. So. So kann ich auch unten in die Kante rein, wo es zum Hauptblech geht. Bevor ich nicht rankomme, gehe ich einfach so nochmal nach. Was ich von außen mache, mache ich natürlich auch nochmal von innen. Genau wie hier das Auspuffloch, was über den Auspuff dann kommt, über den Auslass. Ja. Und mal
abspülen das Ganze. Sollte schon einiges gebracht haben. So, meine Händchen natürlich auch. Die sind jetzt voller Seife hier. Naja, es gibt dann wenigstens auch gleichzeitig zarte Haut. Als erstes ist mein Händchen dran. So, wo wir von zarter Haut sprechen. Gott, oh Gott. Ja, ich bin ein bisschen übereifrig heute, aber ich möchte auch was schaffen. Also, zarte Haut ist dir gegeben. Gut, kommen wir jetzt zu diesem Teil. Das Video wird heute auch nicht allzu lang. Ist ja nun auch schon das zweite Video. Eventuell habe ich heute noch was anderes vor. Hängt aber, wenn dann mit YouTube zusammen. Ich muss mal gucken, ob ich das noch alles so hingebogen kriege. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das ist schon ein Unterschied, oder? Ich denke mal, das ist schon ein Unterschied. Im Gegensatz zu vorher. Also, das kann sich, glaube ich, auch sehen lassen. Wie gesagt, dieses Teil wird nochmal extra separat poliert, weil hier sieht man auch keine Streifen weiter drauf. Ja. Ist gut. Aber hier wird dann später nochmal drüber poliert. Aber das mache ich erst, wenn es sitzt. Ne? Wenn es am Auspuff sitzt. Gut. Na, das wäre schon mal geschafft. Das war ein kurzes Spiel, aber um diese Frage zu beantworten, also ich brauche nicht mit einer Drahtbürste oder irgendwas drüber gehen. Sollte man auch nicht unbedingt, weil das haut vielleicht noch richtige Riefen rein. So wie es jetzt ist, kann man es immer noch ein bisschen auspolieren. Ich hoffe, ich habe denjenigen helfen können oder wenigstens einen kleinen Tipp geben können. Und das war es auch schon wieder, Leute. Aber wie gesagt, ich habe vielleicht noch was anderes vor, deshalb muss ich mich auch ein bisschen ranhalten. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut.